oder? Ja, irgendwo ist das ärgerlich, wenn man die Möglichkeit wirklich jetzt kurz vor sich hat, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war es ein sehr, sehr wichtiger und guter Schritt für deutsches Eishockey. Ich glaube, es hat uns wieder bestätigt, was die Spieler können und was bei unseren Spielern alles möglich ist. Kommen wir ziemlich zeitnah zurück zum Punkt, wie hart wir arbeiten müssen, weil die anderen Nationen werden auch nicht aufhören. Aber es war eine unglaubliche Zeit. Ich bin sehr, sehr. Es waren sehr viele Emotionen in der ganzen WM drin gesteckt, mit der Bubble und alles, und wie die Jungs sich einfach top verhalten haben. Und sehr positiv gelaunt. Der Teamgeist war einfach eine von den feinsten, was ich erlebt habe. Ja, es war natürlich, kann man von einer kleinen Enttäuschung, wir wollten unbedingt die Medaille, aber ich glaube, das Finnland-Spiel, die größere Enttäuschung war von beiden, weil wir da einfach viel näher dran waren und ja, es erinnert mich ein bisschen so an Olympia, an das Endspiel. Dort waren wir auch eine kurze Zeit natürlich sehr traurig, aber danach haben wir einfach, wurde uns bewusst, was wir erreicht haben und ja, dann waren natürlich alle glücklich und haben ein bisschen gefeiert. Ich habe mir fürs Team geopfert und habe das so eher als meine Aufgabe gesehen. War für den Defensivbereich eher zuständig und den habe ich versucht, so gut wie möglich zu erledigen. Und dann weiß ich natürlich gerne mal für die Jungs in die Schüsse rein und blockt das halt weg. Einfach Erfahrung mitgenommen, unglaublich viel Spaß gehabt und dann auch so eine gute Wärme als Team da zu spielen, ist halt natürlich noch überragend.